Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. 4 Cups haben wir bereits gemeistert in der 200er Klasse. Heute geht's weiter mit Link und dem zweiten Retro Cup. Link fahren wir traditionell. Schauen wir erstmal, was wir bekommen. Ah, den GLA, okay. Ja, da verzichte ich dankend drauf. Link fahren wir traditionell mit dem Standard Bike, den Blattreifen und dem Wario-Gleiter. Ja. Bananen-Cup, staubtrockene Wüste, Donut-Ebene 3, königliche Rennpiste und der Donkey Kong-Dschungel. Relativ überschaubare Strecken. Wir müssen einfach darauf achten, dass wir möglichst in keinen Panzerwirbel reingezogen werden und durchgereicht werden bis sonst wohin. Weil sich dann wieder vorzukämpfen ist nahezu unmöglich. Sondern konzentriert bleiben, vorne sein und verteidigen. Man braucht sich hier auch kaum auf Angriff zu konzentrieren. Das machen die Gegner schon für einen. Und zum anderen schießen die sich zur Not auch selber von der Strecke, beziehungsweise fahren zur Not auch selber von der Strecke, sodass wir auch ohne Attacke eigentlich relativ gut hier wieder rankommen sollten. Sollten wir einmal weg sein von unseren Gegnern. Ach komm, weißt du was? Ich fahre einfach mal ein Stück über den Sand. Was soll der Geiz? So, wir können jetzt, glaube ich, relativ gut mittig langfahren. Jawohl! Ah, schade, wollte ich ein... Das ist Yoshi! Boah, Yoshi ist gut unterwegs. Das ist schlecht. Da wollte ich Yoshi eigentlich gerade... Ja, ich sag mal... Möglichst in der Mitte des Treibsands, beziehungsweise auf dem Treibsand abschießen, dass Yoshi halt in die Mitte reinrutscht. Und es damit quasi erstmal richtig Zeit verliert. Yoshi, leider Gottes, heute unser Gegner. Oh, das habe ich... Hab eigentlich gedacht, ich werde hier gut vorbeikommen. Pustekuchen. Schlecht vorbeigekommen. So, möglichst nicht abgeschossen werden, wenn wir hier langfahren. Jawohl, ohne Probleme machen wir das. Möglichst nichts auf den Kopf bekommen auch. Okay, wir haben ein bisschen Vorsprung. Kann sich sehen lassen. Bin ich einverstanden damit. Oh, diese Banane tut weh. Bräuchte auch mal wieder ein paar Münzen. Der Bewohner holt auch langsam auf. Kriegen wir vielleicht hier ein paar Münzen? Ah, eine zumindest, sind jetzt bei 5. Okay, müssen wir ja drüber. Nützt alles nichts. Oh, und der Blitz bringt uns natürlich hier komplett ins Aus. So, was bekommen wir? Münzen und eine Banane. Haben jetzt 4. Komm, da fahren wir halt jetzt mal hier außen lang. Der fucking Bewohner! Und Yoshi. Okay, Yoshi nimmt die Banane mit. Oh nein, jetzt kommt nochmal ein Blooper zum grünen Abschluss. Mach keine Scheiße! Ich hasse diesen Blooper. Ich hab's halt nicht gesehen. Okay, Baby Peach holt die ersten 15 Punkte. Wir holen 12. Lemmy 10. Hoffe ich einfach mal, dass Baby Peach nicht unser Gegner Nummer 1 ist. Puh. Hoffen wir einfach mal. Und legen jetzt vor allem den Sieg nach. Möglichst vor Baby Peach ins Ziel kommen. Ansonsten wird es dann hier schon ja fast kriminell. Dann stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Yoshi relativ weit hinten ins Ziel gekommen, okay. Wow, Yoshi als Gegner Nummer 1 wäre natürlich klasse. Baby Peach, verrecke. Würde ich die kleine Peach eigentlich nochmal mitnehmen. Sie dort ein bisschen abdrängen. Okay, rechts rum geht's. Gut reingebremst die Kurve. Dann nehmen wir hier viel Gras mit. Ja, ging leider Gottes nicht anders. So, hier sollten wir definitiv nicht mehr springen in dieser Klasse. Und dann haben wir Runde Nummer 1 abgeschlossen. Baby Peach war hier richtig gut dabei. Das ist dreckig. Oh, durch diesen Huckel zieht es uns so nach außen. Oh, zum Glück nimmst du das Ding mit. Sonst hätte ich es nämlich wahrscheinlich mitgenommen. Vielen Dank also dort an der Stelle an den Bewohner. Oh, was ist denn hier nur los? Boah, nichts mitnehmen. Oh, wow.
Wusste ich nicht, ob ich mich vielleicht doch weiter nach außen tragen lasse oder voll wegbremse. Am Ende habe ich mich für voll wegbremse entschieden, weil ich nicht wusste, inwiefern es mich vielleicht dann doch nicht ausreichend nach außen trägt. Und dass der Bewohner wieder vor uns hat, natürlich noch so einen grünen Panzer parat. Oh, wer hat hier die Bombe hingelegt? Oh! Ey, das ist... Oh, falscher Knopf. Nein! Oh, wir haben es gewonnen! Oh, leck mich am Arsch, ey. Oh, wir haben es gewonnen. War das knapp. War das knapp. 27 Punkte jetzt zusammen mit Baby Peach. Lemmy auf 3, 19 Punkte. Oh, jetzt hier am Ende fast nochmal alles weggeworfen. Dritte Strecke war... Was war die dritte Strecke? Bitte nicht so schwer. Königliche Rennpiste. Oh, ja, kann man auch gerne mal abschmieren. Oh. Ich habe schon wieder Puls. Weil das hier schon wieder so eng ist. Gut weggekommen. Lemmy interessiert uns bedingt. Oh, hier müssen wir definitiv reinbremsen, damit wir, damit es uns hier nicht zu weit rauszieht. So, erstmal die Defense aufstellen. Genau. Ah, das ist ein guter Kartenabschnitt. Hier können wir Zeit unter Umständen gut machen mit ausreichend Münzen. So möglichst zeitig landen. Ah, die Banane einsetzen. So, wir haben 10 Münzen. Baby Peach ist natürlich nicht auf Position 2. Jawohl. Oh, schön hier reinbremsen. Puh. Oh, da habe ich gepennt. Und gleich ist Baby Peach vor. Also wer die ganzen Blooper einsetzt, der gehört verprügelt. Der gehört absolut verprügelt, dieser hässliche Wichser. Lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Wo ich gerade merke, wenn Lemmy hier gewinnt, ja, und wir sollten... Oh nein, jetzt habe ich richtig gepennt. Und wir sollten am Ende hier Position 2 machen. Und Baby Peach... Alter, hör doch mal auf, hier Schlängellinien zu fahren, damit ich weiß, wo ich vorbeikomme an dir. Und Baby Peach wird am Ende hier Dritte. Dann bringt es das gar nicht, weil dann müssen wir trotzdem vor Baby Peach landen, wenn die den letzten. Weil, wenn die den letzten Grand Prix gewinnt, dann können wir Zweiter werden und haben dann am Ende einen Punkt weniger als sie. Also, das wäre Quatsch. Deswegen möglichst hier auf Sieg fahren. Oh, Buh, hör auf, mir meine Safety-Items zu klauen. Oh, Baby Peach ist schon wieder relativ weit vorn. Schön hier reingebremst. So, möglichst nicht träumen jetzt. Schön wieder gebremst. Jawohl. Und bring den Sieg heim. Bring den Sieg heim. Lemmy zweiter. Baby Peach ist sonst wo gelandet. Jawohl. Oh, 42 Punkte. Baby Peach 6. Das heißt, wir können jetzt im letzten Rennen 6. werden. Um den Grand Prix-Sieg heimzufahren. Also 42 Punkte für uns. 34 für Baby Peach. 31 für Lemmy. Auch Lemmy kann uns auch gefährlich werden. Sollte Lemmy gewinnen, müssen wir mindestens 9. werden. Aber ich denke, wir holen uns einfach den 6. Platz. Ach, Donkey Kong Dschungel. Boah, keine einfache Strecke. Keine einfache Strecke. Aber wir haben gute Voraussetzungen. Wir müssen einfach in der besseren Hälfte am Ende ins Ziel kommen. Auf Platz 6, das würde reichen. Hundertprozentig für den Grand Prix Sieg. Und wir legen erstmal einen passablen Start auf die Piste. Bremsen hier gleich auch schon das erste Mal. Oh, habe ich mir nämlich fast gedacht, dass das hier passiert, dass es uns eventuell hier richtig weit raustreibt. Was mich auch mal interessieren würde, ob die KI-Spieler... Oh, hier sollte ich glaube ich auch nicht unbedingt ordentlich jumpen. Die KI-Spieler mit Absicht keine Münzen mitnehmen, damit sie nicht ganz so schnell unterwegs sind. Aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied in den Kurven. Da treibt es einen trotzdem gut raus. Gut so, erste Runde mit einem passablen Vorsprung als erster beendet. So, hier nicht springen. Hier hätten wir springen können, mal aber auch nicht. Warum auch? Wofür denn? Wäre nur schneller dann dadurch. Wer will denn schnell sein?
Wie ich aber auch genau auf den Ziel. Okay, das können wir doch machen. Oh, das ist eine... Ein Knopfgedrücke hier vom Allerfeinsten. Na gut, den blauen Panzer, den werden wir mitnehmen müssen. Da kann ich nichts dagegen machen. Die Gegner sind so weit weg. Das bringt nichts, hier abzubremsen. Schade ist nur, dass ich auch meine Banane dadurch verliere, weil ich die schon hinten dran habe. Okay. Tordet wird natürlich dadurch jetzt auch rankommen. Uiuiui. Kommen wir irgendwie durch, ohne zu kollidieren. Jawohl. So, möglichst jetzt nicht wieder hier irgend so einen Frosch mitnehmen. Möglichst nicht wieder genau auf so einen Frosch zielen. Jawohl, wir haben keine Abwehr, aber wir haben gut Vorsprung. Wir kommen hier scheinbar richtig gut durch dieses Level. Und jetzt geht mein Puls deutlich runter, weil hier kann nichts mehr anbrennen. Den Sieg hole ich definitiv nach Hause. Und damit holen wir den nächsten Grand Prix-Sieg der 200er Klasse. 57 Punkte haben wir am Ende auf dem Konto. Baby Peach 46 und Lemmy 40. Weiter zur Siegerehrung. Oh, tut das gut. Tut das gut. Puh. Jawohl, ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt 5 Cups haben wir nach Hause gebracht schon. Die richtig räudigen Cups kommen erst noch. Aber zumindest hier in den ersten Cups, dass da halt schon mal nichts schief geht, ist schon mal viel wert. Das spart Zeit. Und umso eher kann ich am Ende mit meinem neuen Projekt anfangen. Ich kann es kaum noch erwarten. Und damit bedanke ich mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe, euch auch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen zu Mario Kart 8 Deluxe zur zweiten Runde von Toddy. Bis dahin, macht's gut.